Man kann ja von der Zeitumstellung halten, was man will, ne? Aber für mich heißt es erstmal, dass ich mir im Dunkeln joggen muss für ein paar Tage. Und das finde ich ganz geil. Happy Halloween, I guess. Happy Halloween oder so. Feiert ihr Halloween? Also ich nicht, habe ich nie. Und das hat irgendwie nichts mit der Kultur oder sonst irgendwas zu tun, sondern glaube ich vor allem liegt das daran, dass mein Opa am 31.10. Geburtstag hatte. Deswegen wurde bei uns, als er noch gelebt hat, da immer sein Geburtstag gefeiert. Und das heißt, ich hatte einfach nie wirklich mit Halloween irgendwas zu tun. Das heißt, ich denke heute vor allem an meinen Opa zurück, was ein richtig cooler Dude war. Schade, dass er nicht mehr da ist. Aber ich habe ihn tatsächlich immer bei mir in Form von diesem Tattoo. Das war seine Monopoly-Figur, die durfte niemand anders haben. So, heute ist unser letzter Tag mit dem Transit. Der wird übermorgen abgeholt und weil morgen Feiertag ist, können wir dann nichts mehr dran machen. Es gibt noch drei Sachen, die gemacht werden müssen. Punkt 1, unser Regal und Stativregal müssen raus. Punkt 2, wir müssen ihn definitiv mal putzen. Und Punkt 3 ist uns heute eingefallen, unsere Alarmanlage muss noch raus. Wir sind super pfleglich mit dem Transit umgegangen. Der Joke ist nur, dass wirklich der Innenraum seit dem Zeitpunkt, an dem wir im Wald nachts matschig im Regen gedreht haben, seitdem ist er nicht mehr ganz so sauber. Meine Prediction ist, ne, wir haben die ganze Zeit über dieses Regal irgendwie gemeckert und es fällt voll auseinander. Es ist nie auseinandergefallen und jetzt müssen wir es rausholen und ich wette, es wird der Ultra-Horror. Das Ding ist plötzlich stabil wie Bolle und wir fucken uns ultra ab. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube auch, ich habe recht. Abfuckmontage in 3, 2, 1. Quality, sagt ihr. Das wird uns doch überleben. Zeig mal. Ich weiß, wir machen uns viel über das Regal lustig, aber man darf nicht vergessen, es ist jetzt 2 Jahre lang in diesem Transit zu jedem einzelnen Job mitgefahren, den wir gemacht haben. Und es ist, naja, nicht auseinandergebrochen, will ich nicht sagen, aber durch Joschas handwerkliche Künste hat es 2 Jahre lang überlebt. So. Und das finde ich schon beachtlich. Also, aber ganz ehrlich, einfach überall Schrauben reinzuknallen, das kann es ja auch nicht sein. Wir probieren jetzt einfach mal, ob man das gesamte Regal rausnehmen kann und vorerst, bis die neue Regalkonstruktion fertig ist, in den neuen Transit zu packen. Die Hoffnung ist gering. Let's try it. Ich kann damit gerechnet, ne? Aber geil, das ging jetzt so mega easy, das Regal hier reinzubekommen. Da hatte ich echt krass Schiss vor. Da geht mein YouTube-Thumbnail und Titel völlig dahin. Was war denn die Idee? Ja, dass das natürlich alles auseinanderfällt und so. Und dass es irgendwie hier der Mega-Horror wird. Und jetzt sind wir einfach noch vor der Mittagspause fertig. Scheiße! Dein Frust hätte ich gerne. Während wir hier oben rumwuseln, ist tatsächlich im alten Transit gerade der Andreas dran auszumessen. Andreas ist unser Ausbauer, der die neuen Regale hier bauen wird, damit wir eben nicht noch ewig mit diesem Wackelregal unterwegs sein müssen.
Ich bin jetzt aber sehr froh, dass wir jetzt überhaupt als provisorische Lösung für die nächsten Wochen haben, bis die neuen Regale fertig sind. Weil sonst müssen wir einfach alle Cases und Co. hier random reinwerfen. Das wäre zum Kosten geworden. Was ich damit nur sagen will, ja, es passiert. Glaubt uns, keiner leidet so sehr darunter wie wir. Also keiner will auch mehr als wir, dass das fertig wird mit den neuen Regalen. Ja, okay, Step 1 war ja schon mal relativ easy. Das heißt, wir gehen jetzt direkt weiter zu Step 2, sauber machen. Weißt du ja schon immer, wenn wir irgendwie so beim Autowaschding sind, denke ich daran, wie bei unserem ersten gemeinsamen Dreh du mein Auto gestaubsaugt hast. Und ich weiß nicht warum, ich fand das damals irgendwie, es war nice. Ja, schon so, komm, wir staubsaugen ein Auto und dann ging's los. Weißt du das noch? Nee, hab ich nicht gemacht? Ja. Das ist vielleicht nicht die cleverste aller Ideen. Ja, sauber ist es, ne? Ist nur die Frage, wie es wieder trocken wird. Guck mal, ich hatte viel Spaß. Nicht so viel Spaß. Okay, fast vergessen. Jeden Montag um 15.30 Uhr machen wir einen Check mit unseren Van-Ausbauern und sie geben uns so ein bisschen Updates, was passiert ist und wie es weitergeht. Das ist jetzt. Hi! Wink mal! Hallo! Hallo! Ihr habt auch gleich eine Kamera! Natürlich! Okay, ich meine, wir haben 2 von 3 Sachen geschafft. Die dritte Sache, die Alarmanlage ausbauen, können wir eh nicht selber machen. Dafür haben wir einen Termin Mittwoch früh, bevor der Transit abgeholt wird. Das ist saumäßig knapp. Aber es passt schon irgendwie. Das passt schon irgendwie. Hey, wisst ihr noch, als ich meinte, wie cool es ist, dass man jetzt morgens wieder im Helden joggen kann? Ja, dafür muss man natürlich nachmittags schon im Dunkeln durch die Welt laufen. Blöd. Irgendwie finde ich es gerade insgesamt mega nice, weil wieder so low-key, ganz coole, unterschwellige Sachen passieren. Unser eigener Van geht voran, was super, super chillig ist, weil wir müssen nichts tun. Am Anfang dachte ich, es wäre ein bisschen befremdlich vielleicht, aber irgendwie finde ich es einfach nur mega nice. Das Ding wird professionell gebaut, wir haben nichts damit zu tun. Saugeil. Gleichzeitig unser eigener Transit wird irgendwie vorankommen. Bald gehen die Dreharbeiten wieder ein bisschen, bald geht es wieder ein bisschen mehr Dreharbeiten und so, so Sachen, die so passieren. Das war's für heute. Keine Halloween-Party und nichts hier. Erzähl mir doch gerne mal, wie ihr Halloween verbringt, würde mich echt interessieren.